Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley im Multiplayer mit Suki. Hallo. Und Murphy. Hallo. Hallo. Dem Turbo Muffin oder sowas in der Art. Turbo Muffin? Turbo Muffin. Abby, you should stay home tonight. Ja, bei mir ist dasselbe. Ah, ich muss noch Fernsehen gucken. Fernsehen gucken. Heute kommt nichts im Fernsehen. Doch, bei mir schon. Was? Wiederholung. Die wird bei uns nicht angezeigt. Normalerweise steht dann dahinter Wiederholung. Nein, Wiederholung wird nicht angezeigt, wenn du es schon gesehen hast. Ach so. Gott. Schöne da im Chat schreibt der ganze Roman. Ich kann gar nicht so schnell mitlesen. Tja, das ist das Gute, wenn man das immer auf dem zweiten Monitor offen hat und nicht damit beschäftigt ist, Wege zu bauen. Voldemort doesn't produce milk. Ja, ich will ja auch die Kuh. Ich will die Kuh. Leben. Ach, lass doch mal Voldemort in Ruhe, ja? Oh Mann. Ach, Voldemort. Ich mag den Namen. Ja, der produziert keine Milch, das wissen wir jetzt auch schon. Das ist auch völlig unerwartet, muss ich dazu gestehen. Wo ist eigentlich mein Pferd jetzt schon wieder hin? Suki? Ja? Oh, hast du mein Suki. Pferd geklaut? Ich hab's umgeparkt. Wo hast du's hingeparkt? Zu den Thronen. Okay, kannst du bitte die, Nein. das Zeug ernten? Danke. Bin dabei. Das ist Wir brauchen endlich Remo-Sklaven. Wieso hast du es für den Thron geparkt? Das ist am Arsch der Welt. Genau deshalb. Diese Frau. Oh ja, das ist witzig. Der arme Mann, der tut einem, also da hat man schon ein bisschen Mitleid mit. Du hast Mitleid mit mir, das glaube ich dir nicht. Nein, nein, nicht mit dir. Oh. Ich habe Mitleid mit dem Bäcker. Hm, ich kann nicht mit ihm tanzen, weil ich die ganze Zeit Kaffeebohnen ernten muss. Ah, oh, das ja. Was ging oh, der, ist der? Geht der? Tanz. Geht der schon los? Ja. Ich hab die Nachricht gar nicht gelesen. Ich auch nicht. Ich schon. Wir sind einfach nicht eingeladen, Fox. Wahrscheinlich. Wollen wir einfach trotzdem hingehen? Ich gehe trotzdem hin. Ich gehe trotzdem hin, ja. Ich folge der A2. Tanzt ihr dann zusammen? Ja. Nee, wir müssen. Es geht erst los, wenn du da bist. Oh. Du hast so einen schönen Hut auf, Sophie. Danke. Der passt so gut zu deinem Oberteil. Ja, als hätte ich das geplant. Oh je, Leute. Jetzt kommen die... Wo hast du den gefunden? Kleiderdinger. In der Wüstenmine. Du hast einfach einen Hut in der Wüstenmine mitgenommen, okay. Ja. Hast du auf alle eingesammelt? Stufe 60 dabei. Ich warte auf die anderen Spieler. Ja, ja. Ich habe zwei Kaffeebohnen eingesammelt. Komm, wir reiten querfeld ein. Wozu hast du schon eine Autobahn gebaut? Wir brauchen schon die Autobahn. Tja, deswegen bin ich schneller, weil ich die Autobahn nehme und ihr über die Dörfer reist. Der Umweg über die Dörfer ist halt manchmal doof. Sehr schön, wenn wir da alle mit den Pferden stehen. Und plötzlich keine Pferde mehr da sind. Da unten liegt Nein, ich will Müll. Nicht Fox tragen! Nein, du fragst mich nicht! Du fragst mich nicht! Oh. Ich denke, was Cooles. Dann frage ich halt Murphy. Warta kann sich gerade nicht um deine Anfrage kümmern. Versuch es etwas später noch einmal. Ha, Wartag und seine Anfragen. Du.
Ja. Und nun? Achso, ich muss den Tanz starten. Moment. Ja, lass uns anfangen. Ich guck zu. Ich will mit niemandem tanzen. Pah. Wenn Vardrak nicht will, dann will ich auch nicht. Ich tanze aber. Eben, ich sag, wenn du nicht mit mir tanzen willst. Achso, ja. Guck mal, hast du nicht zuerst mal mich gefragt? Aus dem Takt raus. Wir machen einfach was ganz anderes als die anderen. Irgendwie sieht das, was ich mache, aus wie ein kackender Waldarbeiter. Ich finde, da sollten sie Quicktime-Actions reinbringen. Die Taste drücken, damit du genau das gleiche tanzt. Und dann gibt's eine Wertung. Wir hätten uns ruhig mal schöne Sachen noch spendieren können. Irgendwie. Ja. Ja. Und schöne... Ja, das finde ich... Ich hätte nicht undefiniert, sondern unerwartet gesagt, aber ja. Das hat Spaß gemacht, Zeit nach Hause zu gehen. Das war ein schneller Tag. Ich habe Sachen verkauft. Ja, ist nicht so schlimm. Heute ist sowieso erst der erste Tag. Was genau macht ihr in meinem... Ich weiß nicht, ob ich da jetzt reinkommen möchte. Ich wollte die Katze streicheln. Genau. Yeah, die Katze streicheln. Bloß gut... ist dieses Playthrough auf Deutsch. Ich wollte doch nicht so viel Kaffee haben. So viel Kaffee wollte ich ungefähr haben. Unsere Pferde stehen noch unten. Die sind morgen wieder da, die laufen zurück. Die Katze streichelt. Ist klar. Ja, wir wollten, dass du nicht so einsam bist. Okay, du wirst mir immer sympathischer, wenn du deine Zitate von Skipper beziehst. Das ist schon mal super. Allerdings muss ich da sagen, bei den Idioten, die es auf der ganzen Welt gibt, halte ich es auch wie Skipper. Stur lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Oh, ich habe mal wieder Glück. Ich auch. Ich würde ja gerne mal in die Wüstenmine gehen, aber dazu müsste ich erst mein Schwert wiederbekommen. Also mache ich das heute nicht. Dann kannst du in die Wüstenmine gehen. Yay! Oh, ich glaube der... Ja, der Blumenkohl ist reif. Suki! Ach nö! Suki, Blumenkohl! Ich mach doch schon! Moment. Sammelt der Autograbber eigentlich auch Sachen im Hühnerstall ein? Nee, dazu brauchst du einen extra Mod. Und der Kale ist morgen fertig. Nein. Hä? Dem Chef von... Dem Chef... Nee, da ist der richtig. Das hat Skipper, der Chef-Pinguin. Wer? Der Chef-Pinguin. Nicht dem Chef-Pinguin. Das wäre, wenn du gesagt hättest, das ist von dem Chef-Pinguin. Aber du hast gesagt, das hat der gesagt. Du machst das gut, Suki. Weitermachen. Danke. Zu Befehl. ich habe keine Axt. Ich mach das gleich. Hast du keine Axt? Weil ich sie abgelegt habe, damit ich mehr Platz habe, wenn ich in die Mine gehe. Aber es ist doch gut, wenn du sagst, hey, ich habe was falsch gemacht. Und dann merkst du so, nee, gar nicht, ich habe es richtig gemacht. Mystery Note! A Secret Note. Halt die Fresse. Im Blumenkohl? Someone is waiting for you on level 100 in the Skull Cavern. Oh Mensch. On level 100. Gut, Down-Syndrom. So, wieder. Die Ohrenqualität einlagern. Abgesehen davon, dass du siehst, dass das hier noch ein sehr, sehr kleiner Stream ist. Deswegen, ich froh bin über jeden Zuschauer. Solange du nicht totalen Bullshit schreibst, darfst du auch gerne Sachen falsch schreiben, das ist kein Problem. Vielleicht werde ich bei besonders lustigen Sachen das erwähnen, weil ich Sprache einfach sehr witzig finde. Aber du darfst dich gerne verschreiben. Da habe ich kein Problem, da wird hier keiner gebannt für. Höchstens Vardrak, aber der ist es gewohnt.
Ich dreh ja mit und da kann ich auch missdrehen, wie ich will. Richtig. Wie war die Vergangenheitsform von Reiten, Schatz? Nee, nicht totaler Bullshit, sondern totalen Bullshit, habe ich gesagt. Solange du nicht totalen Bullshit schreibst. Und du hast nicht totalen Bullshit geschrieben, also wirst du nicht gebannt. Hohohoho, witzig. Achso, nee, ich sollte ja das Holz nicht abpacken, das wollte ja Wardrak machen. Wardrak, geh Holz hacken. Okay. Suki, merkst du, oh, ich kann das auch. Und ich finde das schon, ich finde das unglaublich traurig, dass der Honig seit ungefähr einer Woche reif ist und niemand ihn rausnimmt aus dem Ding. Was ist reif? Der Honig. Nein, ich nehme den ständig raus. Oh ja, genau so. Das tut doch gut. Das ist doch... Wunderschön ist das. Ja... Der größte Schmerz ist, dass Pam heute frei hat. Wieso hat Pam heute frei? Pam hat nicht frei. Pam hat an einem Tag im Jahr, hat sie frei. Das ist genau der 25. Frühling. Warum? Immer dann, wenn ich Glück habe. Warum hat sie an diesem Tag frei? Weil sie zum Arzt geht. Ach, ich glaube, ich gehe gleich in die Wüste. So, wie soll ich auch sagen? Hm? Ich kann in die Wüste. Was? Ja. Warum? Weil ich habe CJB Cheats Menu, ich kann mich dahin teleportieren. Wir sagen, hau ihn, aber er ist so weit weg. Ich bin nicht so weit weg. Ich stehe direkt neben ihr. Nicht nur deine. Aber hey, so ein paar blutende Augen haben noch niemandem geschadet. Oh, doch, haben sie. Egal. Dü-dü-dü-dü-dü. Was ist das für ein totales Bullshit? Ja, morgen ist der Kale reif und die Kaffeebohnen. Ja, super, ne? Die Kaffeebohnen wachsen ja bis zur nächsten Saison noch. Ja. Und da kann Suki noch mehr ernten. Welches Level bist du eigentlich schon bei Farming jetzt oder durch? 3. Wow. Das geht ja ganz schön ab bei dir. Ja. Na, vor allen Dingen jetzt durch die Dings wahrscheinlich, durch die, wie heißt denn das? Na, ihr wisst schon. Blumenkohl? Genau. Der Blumenkohl. Maus. Dann muss ich eigentlich nicht. Also LOL als Schreibweise okay, als Sprechweise hat sich halt mittlerweile eingebürgert, ne? Deswegen sagt man das halt einfach. Wo waren die Bäume, die du abhacken wolltest? Unten im Cinderstep Forest, also unten zur Farm raus. Ja, da sind 3 Bäume gewesen? Ja, das ist nicht viel. Ich habe nicht gesagt, dass es viel ist. Aber man gewöhnt sich ja an alles oder so. Ja, vor allen Dingen, es ergibt halt keinen wirklichen Sinn mehr. Streamst du heute Abend eigentlich noch weiter, Fox? Du fragst mich immer die schweren Sachen. Ich weiß nicht. Ich glaub's fast nicht, aber mal schauen, je nachdem, weil ich glaube, Sassi will nachher noch ein bisschen abgefragt werden. Okay. Ich hätte halt voll Bock, Golden Sun weiterzuspielen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und du hättest Lust, Stardew Valley weiterzuspielen, ne? Was? Nö, ich bin nachher nicht dabei, ich habe nachher noch andere Sachen vor. Ach so. Aha. Andere Sachen. Ich frage eigentlich nur für zum Beispiel die Schöne da. Für die Schöne. Das ist doch ein schöner Satz. Ich frage für die Schöne. Das klingt, als ob du in einer Bar sitzt und irgendwie irgendjemand ansprechen sollst. Ich frage für die Schöne da drüben. Also ich muss nachher auf jeden Fall kochen. Das sollte bis 7:30 dauern. Dann muss ich essen, also nicht vor
8, halb 9. Ich weiß nicht, ob sich das dann noch so lohnt. Weil ich weiß nicht, ob dann überhaupt noch jemand zugucken kommt oder nicht. Ja, was tust du da so, Pete? Was tue ich heute? Ich kümmere mich um die Pferde. Ich weiß, was ich heute tue. Ich gebe Geld aus. Machst du? Haben wir das mit dir nicht gesehen? Nee. Ach. Ich hab den Melk einmal genommen, aber dann gemelkt. Wow. Gemolken? Nein, gemelkt. Ich hab gemelkt. Ich weiß ganz genau, was ich sage. Ja, also. Das war mein Pferd. Natürlich ist sie nicht mehr da. Ach, doofe Kuh. Ich habe gemeint, dass ich nicht weiß, ob ich nachher nochmal streame und nach dem Essen. Weil ich hätte halt schon Bock, nochmal Golden Sun zu spielen. Aber ich weiß halt nicht, ob noch jemand da ist. Und weil Mafi hatte gefragt, weil er meinte, naja, er fragt halt nicht für sich, weil er nachher beschäftigt ist, aber vielleicht möchtest du ja noch zuschauen. Und dann haben wir über deinen Namen lustige Geschichten erzählt, wie zum Beispiel, dass er, weil Mafi gemeint hat, dass er für die Schöne fragt. Das ist wie im Club, wenn er irgendwen anquatscht, weil er so Wingman von irgendeiner hübschen Frau ist und dann sagt er, ich frag für die Schöne da hinten. Weil ich im Club Leute anquatsche. Genau. Ja. Weil ich im Club bin. Ja, du bist doch so oft im Club, kennt man doch. Club Pinguin und so. Wir sind ziemlich dämlich, wir hätten den Blumenkohl stehen lassen sollen, der hätte jeden Tag noch Chance gehabt, groß zu spawnen. Warum sage ich euch das eigentlich nicht vorher? Keine Ahnung. Golden Sun ist ein Strategiespiel, ein Rollenspiel. AKA das beste Rollenspiel, das es gibt und mein Lieblingsspiel. Und ich spiele den zweiten Teil davon aktuell ab und an mal. Im Stream, also wenn ich halt gerade mal Zeit habe zu streamen. Ich habe einen Schatten. Das ist von 2, 2, 3, irgendwie so die Drehe, muss das sein. Für den Game Boy Advance. Von Camelot und Nintendo. Und ich mag es. Es ist lustig. Aber es ist sehr textbasiert. Es ist sehr, sehr textlastig teilweise. Golden Sun ist nicht sehr textlastig. Nein! Es ist sehr storylastig. Ja, und nicht sehr viel Texte. Nein, gar keine Texte. Diablo 2 ist komplett anders. Diablo 2 hat ein ein Waffensystem. Diablo 2 hat ein Skillsystem. Ja, Diablo 2 ist ein Hack and Slay. Ja, das ist halt nicht das, was klassischerweise ein RPG ist. Weißt du? Vor allen Dingen hat es kein rundenbasiertes Kampfsystem, das macht es nochmal anders. Also du hast halt nicht so Kampf- und außerhalb Kampf-Sachen zu beachten und so weiter. Aber ja, Diablo 2 ist super. Da möchte ich dir, Diablo 2 ist super, da habe ich mit Jonas ganz viel gespielt. Da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Ist aber nicht zu vergleichen mit Golden Sun. Ich halte die Hände hoch. Mhm. Hände hoch oder ich schieße. Ja. Ich hatte Diablo 1 sogar hier liegen, aber mein Rechner kann das nicht spielen. Ja, ich habe auch überlegt, mir einen alten Rechner zu kaufen, also. Also, es gibt keine Möglichkeit, das auf aktuellen Betriebssystem zu spielen. Also Diablo 3 ist auch super. Selbst Diablo 2 ist toll, aber Diablo 1 habe ich hier, kann ich aber nicht spielen. Aber ich habe es nochmal in meinem Regal, was ziemlich cool ist. Ja, es wird aber gerade eine freie Windows-Alternative entwickelt. Und die ist so ungefähr dann auf dem Stand, dass du 98 bis XP so ungefähr hättest. Aber Ruby Randomizer habe ich auch gespielt auf dem DS dann einfach mir. So, wollen wir die Folge abwickeln erstmal? Genau, wir wickeln die Folge ab, Leute, die auf YouTube sind. Euch interessiert das vielleicht gar nicht so sehr. Wenn es euch doch mal interessiert oder ihr wissen wollt, was labern die da eigentlich, müsstet ihr einfach mal in den Stream vorbeischauen. Immer mal wieder angekündigt auf Twitter. twitter.com/bloodyfox13 oder de, wie auch immer, wie ihr das wollt. Und guckt auch gerne mal bei twitter.com/thewartag oder /thezukicst nach.
Genau, da könnt ihr auch nachgucken. Ich weiß nicht, auch viele tolle Sachen. Viele tolle Sachen. The Wardrock twittert zum Beispiel manchmal, wenn wir streamen. Ja. Jo, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschö, tschö. Ciao. Tschüss.